Warte, ich stecke hier fest. Zu spät. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zu Spät. Eigentlich zum hässlich platzierten Türsimulator. Denn ich wollte ja eigentlich so eine schicke Doppeltür machen, aber Seven Days to Die erlaubt uns das nicht. Man braucht links eine Wand und rechts eine Wand. Deswegen wird das Ganze jetzt schön hier so stehen bleiben, wie es gerade ist. Auch wenn das aussieht wie... Ich weiß nicht. Gute. Wie irgendwas Ekliges. Irgendwas, was wir nicht haben wollen. Sieht es nicht toll aus? Sagt einfach, es sieht wundervoll aus. Denn dann bin ich zu spät. Muss mich mal drehen, nachdem ich mir das Bonbon gegessen hab. Was hast du gesagt? Was ist das denn? Ich weiß gerade nicht, was du von mir willst. Es war nicht ein Zombie bei uns im Haus. Noch nicht ein einzig. Lol. Das Haus sieht übrigens richtig geil aus. Ich bin sowas von in Versuchung gerade hier einfach was vom Dach wegzuhauen, ne? Welcher Depp hat denn hier direkt vor die Tür gestellt? Bitte brech nicht ein. Bitte brech nicht ein. Bitte brech nicht ein. Ich hau das Falsche kaputt. Das ist wieder so genial. Ich höre gerade einen Hund direkt neben mir. Was nicht viel Sinn macht, weil ich am Dach bin. Jetzt steht einer hinter mir. Mein Gott! Ach, guck mal, ob deiner steht. Was? Soll ich kurz auf dem Dach gucken, ob deiner steht? Ich glaube nicht, dass ein Hund auf dem Dach steht, oder? Bitte brech nicht zusammen! Handkantenschlag auf Doom! Ich sag auf Doom! Auf Doom! Das Haus steht! Keine Sorge! Das Haus steht! Das hört sich jetzt so an, als würdest du sagen, aber nicht mehr lange. Nee, das will ich aber nicht sagen. Ich breche nämlich hier gerade so ein bisschen die Sachen ab, weil der innere Schweinehund von mir sich meldet und sagt, das geht nicht, das sieht scheiße aus. Oh mein Gott, sind hier viele Zombies. Lass dich jetzt nicht sterben. Aber ich muss mich machen, sterben. Okay. Was, die bringen sich selber um? Das finde ich gut. Ich glaube, der Polizist hat den angekotzt. Oder die angekotzt. Wow. Das sieht so viel besser aus. Da wird mir bestimmt jeder zustimmen. Irgendwie, wow. Also dein Gebäudebaustyle ist ja wirklich super. Ich wünschte, das könnte ich auch. Und mein Inventar ist echt voll. Ich werde sterben. Komm nach oben. Ich komme ja gleich runter. Familie. Was? Ich hab Familie, scheiße. Renn zurück! Ich bin tot! Du bist tot! Oh! Im Nachbarshaus! Oh Gott! Warte, ich komme sofort! Ich packe nur noch so ein paar Sachen hier mit rein. Zum Beispiel das hier und das hier und das hier. Den ganzen Scheiß brauchen wir nicht im anderen Haus. So. Ach, der Bug geht immer noch. Alles, was du im Inventar hast, verlierst du nicht, wenn du stirbst, aber den Rest verlierst du. Wie den Rest? Alles, was du in der Toolbar hast. Das verlierst du. Ja. Ja, das ist ja ist auch Standard, oder nicht? Ja, aber jetzt habe ich nichts mehr. Oh, das heißt, du hattest alles nicht. Wie bist du denn rausgekommen? Welche Türen? Ach so, und du hast die immer wieder zugemacht. Nö, ich habe da. Deswegen gestellt. Was hast du gemacht? Ich nix, warum? Heilige Kacke! Hast du mal gesehen, was du da angelockt hast? Zombies. Ja, so ein paar, ne? War auch absolut nicht viel. Wir hätten vielleicht mal ein Bett. Au! Boah, heilige Kacke! Oh mein Gott! 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 Heilige Kacke! Ich hab mich so krank erschrocken, Mann. Der Polizist da hat plötzlich mit Kacke auf mich geworfen oder hat mich angekotzt oder was auch immer. Weiß ich mich erschrocken, aber halt mal die Schnauze hier. Ist das ein Spinnenzombie? Guck mal, warum sollte ein Zombie mit Kacke nach dir werfen? Keine Ahnung. Das verstehe ich, wenn es ein Affe ist, aber nicht, wenn es ein Zombie ist. Weil ein kleines Fäkalschwein ist. Gott. Piu, piu. Piu, piu, Motherfucker. Ich muss den echt schnell kaputt kriegen. Ich erinnere mich noch an die schöne Mod von... Ich weiß gar nicht mehr von welchem Spiel. Die Mod hieß Shitty Blaster. Die tolle... Junge, der spuckt! Du schießt mit Scheiße. Du schießt mit Scheiße? Wo schießt das? Und wo gab's das? In welchem Spiel? Ich glaube GTA, aber ich weiß es nicht mehr. Alter, der kotzt mich an! Du kotzt mich an! Du Sau! Verstehst du? Du kotzt mich an! Okay, nein, das war nicht lustig. Hi! Kotze speckender Fettsack. Was? Kotze speckender Fettsack? Warum gucken wir eigentlich nicht, ob die hier Mods haben, dass irgendwelche Modder schon eine neue Map oder so gemacht haben? Oder eine vernünftige Engine. Oder das. Junge, ich höre hier komische Geräusche, aber ich will nicht.
Mach das Gras kaputt, damit ich ihn looten kann. Ich wusste es. Der hat eine Shotgun dabei, der Lümmel. Der hat mich nur angerotzt, damit ich die Shotgun kriege. War hier der Zombie, der mich gekillt hat. Ich weiß gar nicht, wie der mich killen konnte. Tür ist immer noch zu, wo ich gestorben bin. Hupsi. Vielleicht die Hintertür. Und ich bin gerade in unser Haus reingerannt, weil ich dachte, das wäre das andere Haus. Ich habe gerade eine Blume in der Hand. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, ich würde sterben oder sowas. Weil ich plötzlich eine rote Textur in der Hand hatte. Unser Haus sieht wundervoll aus. Durch Painkillers bekommt man wieder Leben. Ja! Wusstest du das nicht? Nö. Wow, die Nachladeanimation ist so viel besser. Übrigens, der Heini hier vor mir, das ist ein Spinnenzombie. Die haben mich beim letzten Mal umgebracht. Die noch schlechtere Textur haben als der ganze Rest. Was zur Hölle? Hast du das gehört? Ob es einen Adolf-Zombie gibt? Was habe ich gehört? Oh, nee, ob du den Schrei gerade gehört hast. Dieses. Ich bin ein Zombie. Dein Spacken bist du auch. Okay. Ich bin kein Spacken, ich hab Gefühle. Aber ich bin ein Spacken, so wie ich hier die ganze Zeit baue. Oh mein Gott! Eine Biene! Junge, sind die fett! Die sind so fett! Was ist das denn für ein ekelhaftes Gefühl? Da krieg ich ja voll die Gänsehaut. Die sind so fett! Die sind so fett! Die sind. Hilf mir! Hilf mir! Junge, die sind so gigantisch fett! Hab ich's gekillt? Bringt uns aber nichts, oder? Doch, die wollen mich pieksen! Haha! Ich hab sie umgebracht! Alter! Pieks-Pistels! Junge, stirbt der auch mal? Gleich kommt schon wieder die nächste Biene. Also, ich bin da einfach nur, wollte gerade unser Haus so ein bisschen zubauen. Und was höre ich plötzlich? Irgendwas, was diesmal habe ich auch nicht gefunden. Das ist das Schlimmste. Was? Was? Nix. Was ist das? Ich habe eine neue Shotgun-Art. Eine abgesägte. Boah, ist das fett, Alter. Die sieht aus wie ein Standard-Trophäe und hat einen kurzen Lauf. Ah. Oh, ich höre die nächste. Ich baue trotzdem jetzt schnell zu, denn ich will die Fensterscheiben gerne behalten. Ich weiß noch nicht, wie ich auf die Idee komme, dass ich die Fensterscheiben unbedingt behalten will. Oh Gott, die sind hier ja schon durch. Soll ich unser Nahkampf-Shotgun-Junkie werden? Weil ich habe, glaube ich, ganz viel genug. Ich habe ganz viel genug. Ich habe ganz viel Uni. Ich habe auch einen Shotgun. Oh Gott, Bienenangriff! Ich hasse diese Viecher! Geh weg! Hilfe! Komm! Ich komm immer noch. Ich bin hier immer. Nein, Sofa ist auseinandergebrochen. Wo ist die blöde Biene? Boah, Alter! Da guck mal, das geht jetzt ab! Ah! Ich mag die Biene nicht! Da sind noch mehr! Da ist ja noch eine! Die sind, glaube ich, auf dem Dach. Ich will einfach nur das Haus zusammenbauen. Dann mach ich das auch. Haus, ich kümmere mich um die Bienen. Die sind auch Zombies. Warum, du fette Sau? Das wird immer besser. Geh mal weg hier. Ich hab der Biene Headshot gegeben. Na Biene? Ja, irgendwo muss ja der Kopf sein, ne? Die wollen mich pieksen, die fliegen übrigens ganz nah an dich ran und wollen dich irgendwie festhalten oder was weiß ich. Irgendwas pedomäßiges. Was ist denn das jetzt? Junge, hier ist aber schon ordentlich was kaputt, ne? Von wegen Backsteinhäuser halten viel aus. Ja gut, wahrscheinlich wenn wir im normalen Haus wären mit der Schwierigkeit, wäre wahrscheinlich jetzt alles kaputt. Ja, ich platziere schon wieder alles falsch, ist das nicht toll? Dafür verschwende ich Munition, um das wieder wegzumachen. Ja, toll, jetzt habe ich wahrscheinlich nachts Albträume, weil ich diese ekelhaften Bienenviecher sehe. Vor allem das Beste ist, wenn du die Bienen lootest, kriegst du natürlich ein Glas mit Honig. Ja, ist ja klar. Was hau ich hier gerade eigentlich? Geht doch! Ich höre schon wieder eine Biene. Ja, ich höre die auch die ganze Zeit. Ja, das macht ja mich ein bisschen kirre. Ich weiß gar nicht warum. Drehst einfach um. Hey cool, ich habe unsere Lampe vor der Tür zerhauen. Ist das nicht toll? Das habe ich gut gemacht. Danke. Und ansonsten hätte ich mich sehr unbestätigt gefühlt. Alter, das braucht so Ewigkeiten. Biene hat einen Backflip gemacht, als ich sie gekillt habe. Warum braucht das so lange? Ich will nicht, dass das so lange braucht. Komm, wir machen eine Band auf und nennen uns Backflip Keys. Wie nennen wir uns? Die Backkeys? Backflip Keys. Verdammt! Woher die sterbenden Idioten? Wie lassen wir uns The Dying Idiots nennen? Oder The Bloody Idiots? Dann müssen wir nur noch Engländer sein.
Bloody Noobs. Au, 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 au. Heilige Kacke. Der hat mir auf den Arsch geklatscht. Und mein Typ schreit. So, weißt du, was das für einer ist? Das ist ein richtiger Porno. Ja, der steht da drauf. Der steht auf Popohauer. Du musst bei meinen Armen. Gut, dass das gar nicht lang braucht, bis ich diesen dämlichen Block hier kaputt habe. Einmal draufgeschossen und schon ist er wieder kaputt. So, ich mach jetzt mal die Fensterscheiben komplett. Ich hab 25 Shotgun-Shells. Echt? Da hast du mehr als ich. Ich hab nur 4. Und ich hab 12 Pistolen-Magazine. Hi, Spinnenzombie. Alles gut bei dir? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wenn diese Viecher jetzt auch noch antworten können, dann wäre das ja echt ein Knaller. Voll in die Spinneneier. Auch wenn das ein Typ hier ist, bei dem man einfach nur die Venen sehen kann. Deswegen denkt er wahrscheinlich, der ist besonders. Englisch. Junge, warum platziere ich immer alles falsch? Jetzt habe ich gerade wieder was gedroppt. Du sagst mir, wann ich Richtung Haus... Scheibenkleister. Du sagst mir, wann ich Richtung Haus kommen soll, ne? Langsam wird Zeit, es wird dunkel. Oh. Bienen! Bäm! Bäm! Bäm, geh weg! Junge, ich will keine Umarmung! Geh einfach kacken! Run, 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 run. Och, rein, hallo, Schwester. Die Teile sind gigantisch, Mann. Da will ich nicht, dass die mich umarmen. Hi, hi, alles gut bei dir? Neben Haus. Rage Mode, die Viecher haben Rage Mode. Warte, warte, ich mach jetzt noch schnell alles zu. Ganz schnell eben alles zu von außen, damit die Fensterscheiben nicht kaputt gehen. Und ich hoffe mal, ich versetze jetzt wieder nichts. Jedes Mal, wenn ich was versetze, kostet mich das so viel Zeit. So, da ist noch Fenster. Ich versetze schon wieder Sachen. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Boarded Windows. Ja, ich will Boarded Windows haben. Ich meine, ich habe alles zugemacht. Ja, passt, unten habe ich jetzt noch ein bisschen. Junge, geh doch endlich kaputt mal an. Oh Gott, die Rechnung rein, ich komm hoch. Das war ich eigentlich, Junge. Ich hab schon wieder versetzt. Du hast mich zugemacht. Was? Du warst draußen? Ja, ich war draußen. Oh nee, ne? Du kommst jetzt garantiert nicht mehr rein. Oh, gut, ich hab's kaputt gemacht. Das ist nicht toll. Wer hat eigentlich die Tür kaputt gemacht? Zombie. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Schön, dass du mich hier doppelt ausgesperrt hast. Ich hab gedacht, du bist oben. Nein, ich bin nicht oben. Mach mal wieder auf. Ich weiß nicht wie. Hau kaputt. Schnell. Mach jetzt. Die rennen da schon vor der Tür rum. Oh Gott. Und ich versetze schon wieder irgendwelche Sachen. Das sieht toll aus, wenn ich Sachen versetze. Wollte ich nur mal so sagen. So, da mach ich... Oh, wieder eine fehlplatzierte Barrikade hin. Kommst du? Hast du aufgemacht? Mhm. Ja, warte, dann... Dann natürlich. Mein lieber Herr. Okay, das klappt ja so gerade. Ich hab unten mal den Keller abgesperrt. Hi. Hi. Sollen wir... Das wirklich. Ich wäre fast dafür, dass wir das offen lassen, weil dann können wir die abknallen, wenn die da reinkommen. Stell da nur ein Sofa hin. Dann rennen die da nämlich hoch. Kann ich da irgendwas hinmachen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oh, doch, es geht. Das sieht zwar voll behämmert aus, aber. Ist auch gut, ne? Alter, die Geräusche. Sind alle Fenster abgedichtet? Ja, ne? Naja, so ziemlich. Denn ich habe auf jeden Fall jetzt Spinnenzombies gesehen, das heißt, die werden hier rumrennen. Oh Gott, können wir nicht irgendwie so ein paar kleine Gitter machen oder so? Das wäre voll, voll geil. Voll pornös und alles. Ich habe uns das Wichtigste und jetzt hier... Was sagst du? Das Wort gerade voll vergessen. Kann nicht sein. Alter, das ist schon ein bisschen laut, was sie unten machen. Wow, was für eine tolle improvisierte Couch. Was hast du denn da gebaut? Was? Ich wollte ein Sofa. Das ist die schlechteste Couch, die ich je gesehen habe. Mano. Tut mir leid, aber es ist so. Sagt derjenige, der hier unbedingt das Haus schön haben will. Ich zerhau das Falsche. Ich zerhau schon wieder das Falsche. Jetzt haben wir eine Couch. Warum zerhaut er eigentlich immer das Falsche? Aber wirklich immer. Nonstop. Ich muss jetzt mal wieder warten. Erstmal wieder warten. Wie macht man nochmal so ein Iron-Gedönse?
Da mache ich mir nämlich jetzt eine Axt. Warte mal. Da, Iron Ignot oder wie auch immer. Guck mir ganz wie viel hier auch. Wie viel Eisenbarren braucht man nochmal für eine Axt? 3 oder 4. 3 oder 4? Wie macht man das Ding? Wo ist es? Wo ist es? Alter, was zur Hölle machen die da unten? Ja gut, dann mache ich mal 3 Stück davon. Auch wenn das Verschwendung sein könnte. So, drauf da. Kann ich es jetzt machen? Warum stehst du da und glotzt mich an? Mach mal irgendwas. Du stehst da einfach nur. Hallo. Ich habe gerade eine Axt gebaut. Toll, ich gerade auch. Das bringt es natürlich sehr. Wenigstens kann ich jetzt mal hier schneller arbeiten. Ist ja schon mal ein Segen. Ich habe Angst, dass das Dach gleich über uns einfällt. Wird's nicht, ich hab's abgedichtet. Meine ich zumindest. Sagt der, der schon 2-mal geschafft hat, das Dach kaputt zu machen. Ich wollte gerade sagen. Schon 2-mal. So, aber es hat funktioniert. Sieht das nicht toll aus? Eigentlich nicht, ne? Wunderbar. Vor allen Dingen, weil ich das da oben kaputt gemacht habe. Das sieht noch viel besser aus. Das ist Absicht, ja? Verurteil mich nicht. Das ist Absicht. Glaubst mir wieder nicht, ne? Absolut. So, warte. Dann hau ich das da noch ein. So, dann können wir hier nämlich rausballern. Eventuell könnte ich das auch noch besser aussehen lassen. Ich probier mal, ob das geht. Brauchst du MP5 Magazine? Ich hab nämlich noch 12. Kann man da jetzt noch durchschießen? Ja, kann man. Kann man sich einen Fernseher mitnehmen, weil dann können wir uns jetzt auf die eine Seite einen Fernseher hinstellen, auf die andere können wir uns ein Bett hinlegen. Was? Ich hab eben so ein Camp ausgeraubt und dann habe ich uns ein bisschen Schlafsäcke geholt, aber ich habe im Nachbarhaus ein paar Betten mitgenommen. Oh, das habe ich auch. Oh, okay. Ich habe ein mega gigantisches fettes Bett. Achso, du hast da auch welche. Warte, ich leg mal eins quer da rein. Was ist das denn? Das sieht toll aus, ne? Kannst du das Bett wegnehmen? Ich stecke hier fest. Nein, das sieht toll aus. Das darf ich nicht. Ich komme nicht weg. Solange ihr hier feststecken, wie dieses wundervolle Bett hier haben, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Mit diesem wundervollen Bett. Bis dann. Und haut rein. Tschüss. Und ciao. Tschüss.